Liebe Teilnehmer, liebe Freunde, ich darf Sie alle sehr herzlich zu dieser Tagung begrüßen und bin schon ganz gespannt. Ich sage nur die allerersten drei Sätze, weil ich mich nicht zu Beginn bedanken wollte für die wunderbare Zusammenarbeit mit dem Gunnar-Werner-Institut, der Böll-Stiftung in Berlin und der Böll-Stiftung in NRW. Und die Kolleginnen und Kollegen werden Sie gleich begrüßen. Und daraufhin werde ich Sie durch den Lauf der Konferenz führen. Bitte schön. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Feministinnen und Feministen. Mein Name ist Barbara Kanner. Ich bin Bildungsmanagerin der Heinrich-Böll-Stiftung Nordrhein-Westfalen und freue mich, Sie und euch heute an der Ruhr-Universität-Bochum herzlich willkommen heißen zu können. Dies ist jetzt schon die vierte Tagung, die wir in Kooperation mit der Professorin Dr. Else Lenz, der Maria Yehuda Gastprofessur und anderen Kooperationspartnerinnen verwirklichen können. Die Heinrich-Böll-Stiftung in NRW mit ihrem weitreichenden Bildungsangebot versteht sich als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Politik und damit als Impulsgeberin und Korrektiv für tagespolitische und gesellschaftliche Entwicklung. Genderformate wie die jährliche Ladies Lunch mit hochaktuellen frauenpolitischen Fragestellungen oder das Mentoring-Programm, mit dem weibliches Engagement in den nordrhein-westfälischen Kommunen verwirklicht werden soll, sind nur zwei Beispiele aus unserem breiten Bildungsspektrum der Frauenförderung. Trotz der verfassungsrechtlich festgeschriebenen Freiheitsrechte wie Unantastbarkeit der Würde des Menschen, das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung, der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, leben wir in Zeiten heftiger politischer Gender-Mainstream-Debatten, in denen über Frauenquoten, Betreuungsgeld, Geburtenrückgang und weibliche Altersarmut gestritten wird. Parallel dazu etabliert sich eine antifeministische Männerbewegung, die allein Feministinnen und Feministen für die veränderten Rollenbilder verantwortlich macht und Gleichstellungspolitik grundsätzlich als staatliche Bevormundung ablehnt. Umso wichtiger ist es, diesen oft polemisierenden, privilegiensichernden Strömungen differenzierte Diskussionen mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen entgegenzusetzen. Folgende Leitfragen aus unserer Bildungsarbeit haben uns zur Mitveranstaltung der heutigen Tagung bewogen. Haben wir und hat die Politik die richtigen Konzepte, um unsere Gesellschaft in eine gleichberechtigte Zukunft zu führen, in denen alle, aber insbesondere Frauen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, ethnischen Herkunft oder Schichtzugehörigkeit frei sind, über ihren eigenen Lebensentwurf selbstbestimmt entscheiden zu können? Und sind unsere vermeintlichen Lösungen, unsere Methoden des Wirkens heute noch angemessen? Die Konferenz Gleicher und Ungleich zugleich bietet keine einfachen Antworten oder gar Lösungen. Sie nimmt die zentrale Gender-Mainstream-Forderung nach Gleichheit kritisch unter die Lupe und verweist gleichzeitig auf Lücken und neue Fallen für Frauen und Männer in diesen aktuellen Diskussionen. Es werden wichtige Fragen zur Wechselwirkung der Neukonfiguration von Macht und der Reorganisation komplexer sozialer Ungleichheiten gestellt. Ich verspreche Ihnen und euch zwei Tage mit spannenden Vorträgen und anregenden Diskussionen mit hoffentlich sehr nachhaltiger Wirkung auf die eigene Selbstreflexion im studentischen und beruflichen Handeln. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte Sie, euch alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Henning von Waring. Ich leite zusammen mit Kitty Henschel, die hier vorne auch sitzt, das Gunnar-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Ja, und wir sind Mitveranstalter, die Barbara Kanner auch gerade schon erwähnt, beziehungsweise Hilde Lenz. Wie Sie oder ihr auch dem Tagungsprogramm entnehmen konntet und wie das dort skizziert ist,
liegt dieser Tagung die Beobachtung und auch These zugrunde, dass sich Geschlechterverhältnisse heute paradox entwickeln. Auf der einen Seite sehen wir Tendenzen, die mehr Gleichheit zwischen allen Geschlechtern aufweisen. Ungleichheiten werden abgebaut, Frauen sind immer häufiger in politischen Machtpositionen zu finden. Vorstellungen von Geschlecht verändern sich, Stichwort LGBTI, Transsexualität, Intersexualität wird plötzlich im Mainstream diskutiert, Ethikkommission. Sie verändern sich, diese Vorstellungen von Geschlecht, und es wird hinterfragt und dekonstruiert. Auf der anderen Seite werden neue flexibilisierte Machtverhältnisse und eine wachsende Brisanz sozialer Ungleichheiten sichtbar. Der flexibilisierte und auch globalisierte Kapitalismus zielt auf eine optimale Verwirkung der individuellen Potenziale mit bekannten Folgen, wie zum Beispiel der Prekarisierung von Arbeit. Und dabei verändert sich dann auch der Charakter der Demokratie insgesamt. Daraus ergeben sich nicht nur grundlegende Herausforderungen für Frauenbewegungen, für Geschlechterpolitik und auch die Geschlechterforschung, sondern natürlich auch für die politische Bildung, im Feld, in dem sich die Heinrich-Böll-Stiftung und das Gunda-Lerner-Institut bewegen. Eine zukunftsorientierte geschlechterpolitische Bildungsarbeit und auch Politikberatung, in diesem Feld sind wir unterwegs, stehen vor der Herausforderung, den gegenwärtigen Wandel entsprechend seiner Komplexität zu verstehen und Wege und Formate zu finden, wie die geschlechterpolitischen Wirkungen politischen Akteuren angemessen vermittelt und erklärt werden können. Das Gunda-Lerner-Institut als Einrichtung der politischen Bildung und Akteurin an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik ist Treffpunkt und Diskussionsraum für unterschiedliche Orientierungen, für die Theorien, Praxen und auch Grassroots-Projekte der weltweiten feministischen Frauenbewegungen, ebenso wie für geschlechterdemokratische, genderpolitische Konzepte, die eher auf Veränderungen in gesellschaftlichen Organisationen zielen und auch männerpolitische Ansätze mit einbeziehen. Von verschiedenen politischen Ansätzen und persönlichen Erfahrungen ausgehend suchen wir nach neuen gemeinsamen Antworten auf nach wie vor ungelöste Fragen der Geschlechtergerechtigkeit. Dazu gehören auch Themen und Fragen, wie die mit dem erwähnten flexibilisierten Geschlecht verbundenen neuen intersektionalen Ungleichheiten in den Vordergrund rücken, zum Beispiel Fragen nach der Gestaltung des Systems der sozialen Sicherung, eine geschlechtergerechte Steuerpolitik, die alle Geschlechter mit einbezieht, also auch Fragen nach Migration, nach Alter und so weiter differenziert stellt, oder Care-Ökonomie, also die Frage danach, wie wir nachhaltig geschlechtergerecht wirtschaften und leben können. In letzter Zeit hat sich auch die Frage nach der Gestaltung von möglicherweise neuen Bündnissen, die notwendig sind, um, wenn wir geschlechterpolitisch vorankommen wollen, auf unserem Blog, den wir letztes Jahr gestaltet hatten, Was ist der Streit wert? Können Sie unter dem Stichwort Bündnispolitiken einige interessante Beiträge dazu auch nachlesen. Vor dem Hintergrund des Gesagten liegt es nahe, dass eine Kooperation mit der Ruhr-Universität bei dieser Konferenz deutlich und klar ist. Wir versprechen uns viele gute Impulse und Debatten und freuen uns auch, dass über das hohe Interesse und auch die, dass so viele Menschen an der Konferenz teilnehmen. Wir möchten uns bei allen bedanken, die zum Zustandekommen der Konferenz beigetragen haben, auch insbesondere bei Johanna Wirzel, ohne die die Konferenz so nicht möglich gewesen wäre. Ja, vielen herzlichen Dank für die schon schönen Einführungen von Seiten von Barbara Kanne und Henning von Barlen. Da ist schon etliches gesagt worden und Sie mussten leider lange warten. Ich wollte mich nochmal dafür entschuldigen. So, dass ich das jetzt ein bisschen abkürzen werde, denke ich. Kleinen Moment. Was hat sich geändert? Die Arbeitsverhältnisse scheinen sich im Moment sehr stark zu ändern. Da sehen Sie das idyllische Bild in der Frühmoderne, ein Bauernhaus. Hier haben wir die Bauern heute. Beide arbeiten sie nebeneinander. Und nun
sehen Sie das Plakat, wo Sie erkennen können, die Geschlechter sind eigentlich gar nicht mehr so richtig zu erkennen. Wenn Sie also drauf gucken, können Sie vermutlich diagnostizieren, Männer wie Frauen stemmen den Globus, arbeiten hart und offensichtlich immer mehr flexibel. Dies geht aber nicht nur um die Arbeit, sondern auch die Demokratie scheint sich zu entwickeln. Und die Vorstellung der Geschlechterdemokratie setzt ja voraus, dass das Geschlecht keine entscheidende Rolle mehr dabei spielen soll, ob man jetzt Politiker wird oder lieber wählende Hausfrau, ob man sich beteiligt im Stadtrat für Queerinteressen und so fort. Also auch hier ist Geschlecht sozusagen in Bewegung geworden und flüssig geworden. Und was ich nun besonders, wie soll man sagen, mich auch etwas anrührt, wo ich drüber nachdenke, ist die Frage mit Sexualitäten. Ist es da eventuell so ähnlich? Ich fand es sehr eindrucksvoll, dieses Plakat, in der Mitte ist ein Plakat des Gunnar-Werner-Instituts über Geschlechterdemokratie, genau an der Jahrtausendwende, 2000. Dieses Plakat rechts unten ist ein bisschen später von der Humboldt-Universität über Postsexualität. Und ich denke, Sie sehen so verschiedene Schatten, Bilder, Schemen neuer Vorstellungen, wo sich alles verschiebt und einfach noch sehr unklar ist, wo die Reise hingeht. Ja, also von daher, was wir machen wollen, ist, einerseits zu fragen, wie sehen diese Flexibilitäten aus auf dem Arbeitsmarkt, die Ökonomisierung der Gesellschaft, der Wirtschaft, welche neuen Strukturen entwickeln sich, inwiefern müssen wir da viel intensiver über komplexe Ungleichheiten nachdenken. Klasse, Migration, Geschlecht, Begehren, Alter, Behinderung, wie wirkt das ineinander? Und uns war es sehr wichtig zu sagen, wir tun das, indem wir verschiedene Ebenen aufeinander beziehen. Die Ebene der Subjekte, die Ebene des Lokalen, die Ebene des Nationalen und des Globalen. Und dann auch, wir wollen das gerne im Geschlechterdialog machen. Das heißt, ganz explizit geht es darum, dass unterschiedliche Personen, Männer, Frauen, alle Geschlechter sich hier im Dialog beteiligen. Dialog heißt ja auch, dass man sich gerne mal streitet. Also ich hoffe auf redhafte Debatten, aber dass man sozusagen sich überlegt, was an Zielen gemeinsam sein kann und natürlich vorgelagert, was an der Analyse gemeinsam sein kann. Ich führe Sie jetzt noch einmal kurz durch das Programm. Sie haben ja unsere allgemeinen Fragestellungen schon gehört. Wir beginnen mit der Frage, was ist eigentlich die Veränderung im Kapitalismus auf dem Arbeitsmarkt? Wird eventuell der Kapitalismus der große Frauenbefreier, indem die Erwerbsquoten steigen? Wird man sehen. Was geschieht mit den Männern im gleichen Zeitraum? Das ist also Professor Brigitte Auenbacher, wird also sprechen über voller Widersprüche Geschlechterverhältnisse im flexibilisierten Kapitalismus. Darauf schließt sich ein Vortrag unserer Gastprofessorin, Professor Birte Sien von der Aalborg-Universität an. Wir werden sie noch im Einzelnen vorstellen, ist Expertin für Migration, Politik, Demokratie in Europa. Und so hat sie das sehr spannende Thema gewählt, Migration, Multiculturalism and Gender, Challenges to Nordic Democracies. Wie wir wissen, ist ja zum Beispiel in Schweden eine sehr inklusive Geschlechter- und Migrationspolitik. In Dänemark ist das heftig in der Debatte. Da haben wir durchaus populistische Tendenzen, die sich ausgrenzen gegenüber Migranten und Migrantinnen verhalten und gleichzeitig Geschlechtergleichheit fordern. Dann haben wir eine wohlverdiente Pause und wir können Ihnen auch einen kleinen Abendsnack anbieten. Und dann geht es weiter mit dem geheimnisvollen Titel Genderflexer. Wie sieht es mit Geschlechterordnungen heute aus? Verändert sich da was? Und dann haben wir noch Zeit, die Vorträge des Tages gemeinsam zu diskutieren, in eine hoffentlich spannende Debatte einzusteigen. Am nächsten Tag geht es dann mit der Frage der Subjektivitäten und der Intersektionalität weiter. Professor Andrea Bührmann wird also sprechen zu intersektionale Überlegungen zu Trans-Klammer. Formierung moderner Geschlechterverhältnisse. Ich denke, sowohl das Transformierung als auch das Modern, vermutlich auch das Geschlechterverhältnis hat ein Fragezeichen. Also das wird sozusagen die subjektive Seite beleuchten.
Was haben wir so an Selbstrezepten? Wie reagieren Menschen auf diese Veränderung? Und dann freuen wir uns ganz besonders, Professor James Messerschmidt aus den USA hier willkommen zu heißen. We are very happy to welcome Professor Jim Messerschmidt, who has been working on masculinities and masculinity studies, on deviant masculinities, but also on hegemonic masculinities. And his research is very prolific, but he also wrote a book about the two Bush presidencies and the Iraq war. So one day after the US election, and bets are still accepted. You can often open a betting office. I don't really know that. I don't know if you know what will happen tonight, but anyway. I think it will be quite fascinating to listen to Jim Messerschmidt on neoliberalism and global hegemonic and dominating masculinities, the case of George W. Bush. It's very important, I think, not to only look what's changing in men and women, but also about the neoliberal and hegemonic positions and how they influence the world. Dann kommen wir zurück auf die globale Ebene mit Dr. Christa Wichterich. Sie wird über diese neuen Machtverhältnisse und die Globalisierung sprechen. Ihr Titel ist leider als Arbeitstitel abgedruckt, er wird also erheblich, wie soll man sagen, leuchtender sein. Dann geht es weiter am Nachmittag in die Workshops. Bis dahin haben Sie ja sozusagen diskutiert und gehört. Und nun wünschen wir uns, dass Sie das sozusagen mit Ihren eigenen Fragen, Inhalten umsetzen. Und wir haben dazu 7 Workshops für Sie vorgeschlagen. Wenn ich auf das hohe Interesse gucke, bin ich froh, dass wir nicht gesagt hatten, 4 Workshops würden ja eigentlich auch reichen. Also ich denke, wir werden uns da gut verteilen.